Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, aber heute habe ich mal, möchte ich euch entführen und möchte sie entführen in die Welt der Magie. Und ich hab extra mein Tablet hier programmiert mit so ein paar Sounds, um noch ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Weil das ist für mich der allererste Sound, der allererste Zaubertrick, den ich jemals mache. Also ich bin auch ein absoluter Neuling. Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, ob der ganze Kram einfach so hinhaut. Was wird gleich passieren? Wir werden gleich triangulieren, wir werden teleportieren und wir werden transformieren. Das sind so die Ausdrücke, die wir Magier benutzen. Also wir werden, was gleich passieren wird, wir werden gleich zwei Freiwillige auf die Bühne holen. Wir werden einer Person ein Glas Wasser auf den Kopf stellen. Wir werden es dann über Triangulation rüber teleportieren auf dieses handelsübliche Weinglas, was hier dann steht. Und dann werden wir es umwandeln in ein Getränk, was noch zu bestimmen sein wird. Und ich brauche einfach zwei Personen, die mich jetzt bei dem Experiment unterstützen. Und ich werde das telepathisch jetzt ermitteln. Ich könnte jetzt irgendwelche Leute jetzt hier, ich könnte jetzt fragen, wer hat Bock aufzustehen, aber das mache ich alles mit Telepathie. Und ich sehe vor meinem geistigen Auge, ich sehe Flüssigkeiten, ich sehe Getränke, ich sehe Bier und ich sehe zwei Namen. Ich sehe Luca und Tom. Steht mal. Ja, Sie wissen nicht, worum es geht. Ich habe nur, als Sie reingekommen sind, gefragt, ob Sie Lust hätten, bei einem das mitzumachen. Aber ihr könnt bestätigen, komm mal weiter her. Applaus für Luca! Dankeschön. Ja, also wie gesagt, ihr könnt beide bestätigen, ihr wisst nicht, worum es geht, richtig? Ist richtig. Ja. Und selbst wenn es so wäre, würden Sie es nicht sagen, das wäre ja bescheuert. Aber ihr könnt das bestätigen. Pass auf, jetzt wird Folgendes passieren. Wir werden gleich, wie gesagt, wir werden gleich auf deinem Kopf, lieber Luca, ein Glas Wasser platzieren. Das musst du dann auch schön festhalten, ne? damit alle wissen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ne? Du hältst das fest. Und dann werden wir das rüber transferieren in dieses leere Glas, was hier auf hier stehen bleiben wird. Ne? Ganz normales Glas, ne? Macht einen Sound. Ganz normaler Eimer, ne? Kannst du bitte mal gucken. Das ist ein ganz normaler Eimer. Ganz, ja, ohne Doppelboden. Ein Zaubereimer, den man im Magierhandel. Das gab Stress zu Hause. Meine Frau fragt. Wo ist die Alufolie? Und die Durchhaltefolie. Ja, das ist. Der hat Angst. Aber das sind die Sachen, mit denen wir Magier so arbeiten. Pass auf. Und das wird gleich. Tom wird sich ja hier hinstellen. Ich stelle mich schon mal hin. Steh schon mal hier. Und du musst dann immer so machen. Ich heb schon mal, ja? Pass auf, du guckst. Ist das authentisch? Ja, ja. Okay. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Wasser hier reinfüllen. Es ist ganz normales Leitungswasser. Es ist also kein Zauberwasser. Ja, das ist Zauberwasser. Damit das nicht. Extra das Tablett. Pass auf, du hältst das einfach so. Halt mal das Tablett fest. Hand fest. Bei der anderen Hand hältst du das Glas fest. Geht das? Kriegst du das hin? Nee, aber mit rechts. Mit rechts? Okay, dann haben wir das so. Okay, halt einfach so fest. Genau. Das machst du gut. Das machst du sehr gut. Ein Applaus. Ja, ja. Applaus. Zum Glück. Das haben wir vergessen. Oh. Pass auf, und jetzt wird es nicht spannend. Pass auf, erster Durchgang. Du musst jetzt gleich, ihr müsst euch tief in die Augen gucken, sonst kann keine Magie entstehen. Und dann machst du so, pass auf. Und ich sag dir. Wie sonst? Okay. Also, du sagst dann. Wie immer. Tom sagt, Luca, spürst du die Magie? Luca, spürst du die Magie? Und Luca sagt, ja, ich spüre sie ganz deutlich. Ja, mach nochmal. Ich spüre sie ganz deutlich. Mach nochmal ein bisschen mehr Gefühl, bitte. Luca, spürst du die Magie? Ja, ich spüre sie ganz deutlich. Noch ein bisschen respektabel. Luca, spürst du die Magie? Ganz deutlich, ja. Du bist schon ein bisschen schwierig. Warte mal, einen Rückgang. Soll ich ein bisschen näher? Ja, ein bisschen mehr, ja. Luca, spürst du die Magie? Ja, ich spüre die Magie. Ja, so wird das nicht. Soll ich mal links? Ja, ich spüre die Magie. Das war auch mein Fehler, pass auf. Wir haben den Zauberstab vergessen. Nochmal. Okay, jetzt also, nochmal. So ein bisschen in die Knie. Ja, ein bisschen in die Knie, so ein bisschen Snape-mäßig.
Genau. Luca, spürst du die Magie? Also los geht's. Luca, spürst du die Magie? Ja, Tom, ich spüre die Magie. Ja. Nochmal. Nochmal. Luca, spürst du die Magie? Tom, ja, ich spüre die Magie. Und? Luca, spürst du die Magie? Ja, ich spüre die Magie. Mach nochmal einmal noch, bis mit Pathos. Luca, spürst du die Magie? Und? Ihr müsst euch schon ein bisschen Mühe geben, also... Immer, wie steht jetzt da? Ich hab falsch schon gehalten, tut mir leid. Weiß auch, dass du recht in der bist. Ja, ich meine, der Löffel muss... Es fehlt doch noch ein Umhang. Der Zauberstab. Es fehlt noch ein Umhang. Ich hab das, den hab ich, wir wollten das eigentlich schon, jetzt einfach... Warte mal, ich hab... Deswegen hab ich das nicht gespürt. Deswegen hab ich das nicht gespürt. Pass auf, das hat ja beides nicht so hingehauen. Jetzt nehmen wir Klassiker. Okay. Wir nehmen einen anderen Zauberspruch. Der Zauberspruch heißt Datenfernübertragung. Könnt ihr das mal bitte, und wir machen bitte alle mit. Datenfernübertragung. Warte mal, wir müssen auf die Bühne warten. Jetzt fehlt noch Transformation. Ne? Okay. Jetzt haben wir, das Glas Wasser ist natürlich jetzt hier drunter. Das haben wir rüber gezaubert. Ich habe einen Witz vergessen zwischendurch. Scheiße. Ich wollte eigentlich. Ah ja, pass auf, dann mach ich das. Liebes Publikum, was glaubt ihr? Wird es mir gelingen, das Glas Wasser mit Hilfe der Magie hier rüber zu zaubern? Wer glaubt, dass es mir gelingen wird? Nein. Wer glaubt, dass es mir nicht gelingen wird? Hier. Was? Und Venus ist sowieso komplett scheißegal. Ich hab da Hunger. Pass auf, jetzt ist das aber hier drüben. Pass auf, jetzt müssen wir das transformieren. Was trinkt ihr gerne? Was Caipirinha, was gibt's denn noch hier? Gin Tonic, Wein? Bier. Bier. Okay, alles klar, pass auf. Dann kommt her, komm rein, dann machen wir noch einmal, stell bitte einmal rum. Es müssen aber zwei sein jetzt. Okay. Weiß ich nicht. Ja gut, wenn du sagst zwei, dann machen wir dann zwei los. Alles klar. Pass auf, stell dich rum, mach's einfach so. Und wir sagen Transformation. 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 Transformer, ja, langt hier nicht, Scheiße. dann bitte ein Trommelwirbel, guck mal runter, bitte. Okay, liebes Publikum, ja, pass auf. Also es gibt ja mal, da kommen immer die Leute hin. Danke. Die Leute kommen immer an und da fragen, Stefan, wie machst du das? Ist ja der Hammer. Und ich sag dann immer, wir Magier offenbaren nie unsere Tricks. Und vielleicht werde ich irgendwann, wenn ich auf dem Sterbebett liege, vielleicht irgendwann mal diesen Trick euch mal zeigen und verraten, wie das geht. Aber bis dahin ist alles...
Magie. Stefania Schenk und seine Minions. Ja, schön.